kann losgehen. Gladbach mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie ins Spiel reinkommen. Stefan Leiner. Player. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Player. Er holt den Ball hier, ganz stark. Viel mit Auge. Wout Weghorst. Der Ballverlust. Ja, guter Pass. Verteidiger ist dazwischen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Er holt sich den Ball. Schönes Anspiel. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Ja, wenn er einen Moment länger wartet, dann kann das was werden. So ist es abseits. Das könnte vielleicht was werden. Hereingabe jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Der Ball kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Das Pressing ist da. Klasse, wie er dahin geht. Jonas Hofmann. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Stindl. Chance zur Führung. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jonas Hofmann. Der VfL Wolfsburg ist ein relativ junger Verein. Er wurde erst 1945 als Volkssport- und Kulturverein Wolfsburg gegründet. Und seit 1997, Wolf, sind die Wölfe erstklassig. 12 Jahre später dann die ersten. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Die Ecke kommt. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Jetzt sind sie am Ball. Er holt sich vorne den Ball. Yannick Gerhard. Gute Aktion.
Weg ist der Ball. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Den Ball köpft er ins Seitenaus. Nico Elvedi. Ball ist wieder weg. Er spielt den Pass auf den Flügel. Stefan Leiner. Ja, starker Pass. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Einwurf geht direkt zum Gegner. Müssen Sie besser machen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sieht gefährlich aus. Was machen Sie draus? Kein guter Ball, gibt Abstoß. Fängt diesen Ball ab. Yannick Gerhardt. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Gerhardt! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Maximilian Arnold. Unaufhaltsam. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Schade, denn bei diesem Kopfball hat nicht viel gefehlt. Jetzt kommt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Könnte den Konter geben. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Guter Pass. Guter Vorstoß. Kann was werden. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Chance zur Flanke jetzt. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Sie geben den Ball ab. Ja, das sieht gut aus. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Jetzt geht's los mit Durchgang 2. Wolfsburg hat angestoßen. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Gladbach bekommt hier den Freistoß. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Und Wolfsburg holt sich den Ball hier zurück. Renato Steffen. Da passt er super auf und hat den Ball.
wäre jetzt Platz. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da können Sie erstmal klären. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Jetzt die Ecke, vielleicht geht da was. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Schönes Tor, klasse Abschluss. Jetzt kommt der Wechsel. Die Ecke kommt. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Abwehr hat aufgepasst. Schöner Pass. Das könnte was werden jetzt. Maximilian Arnold. Wout Weghorst. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Alassane Plea. Chance zur Flanke jetzt. Da fängt er die Flanke ab. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gutes Pressing jetzt. Stefan Leiner. Jetzt wieder Ballbesitz für Wolfsburg. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Renato Steffen. Hereingabe jetzt. Ja, Ginter mit dem Befreiungsschlag. Schöner Pass. Guter Steilpass. Da zieht er ab. Das ist das Tor für Mönchengladbach. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Vom VfL muss jetzt mehr kommen, die Wölfe hier in Rückstand. Schwache Aktion, Ballverlust. Wout Weghorst. Ball kommt rein. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Maximilian Arnold. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ginter ist dazwischen. Renato Steffen bringt den Ball jetzt in die Mitte. Den Ball kann er klären. Ja, das ist fast zu durchsichtig, dieses Zuspiel. Weg ist der Ball. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Ins Ausgeklärt, das wird Ecke geben.
Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Ecke kommt. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Jetzt sollen sich alle nach vorne orientieren. Das zeigt der Torhüter an. Bei diesem Spielstand absolut. Er ist frei, da kann was draus werden. Felix Klaus. Da kommt die Flanke. Den Ball hat er und damit hält er hier die Führung fest. Gleich ist aus, das könnte für sie reichen. Die Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Gibt Einwurf. Der Kopfball geht ins Seitenhaus. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Abgepfiffen. Abseits. Ungefährlich, kein guter Abschlag, jetzt müssen sie aufpassen. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen, das ist doch harmlos. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. Der Ballverlust. Schönes Anspiel. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Da ist die Chance. Felix Klaus. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Unfassbar. Sie packen es doch noch und gleich hinaus. Wir schauen noch mal auf das Tor und da sehen wir, ja, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten.